Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Weiter geht es hier ab ins Gefängnis. Wenn ich nur wüsste, wo das ist. Hier nicht. Und schleichen wollte ich jetzt auch nicht. Na, suchen. Wer sucht, der findet. Ist das im Haus des Jarl? Immer dieses Unwissen über Orte, die ich nicht weiß, wo die sind. Was rede ich denn für einen Stuss? Das war ein bisschen zu kompliziert ausgedrückt. Was ich suche, ist das Gefängnis. Nö, anscheinend nicht in diesem Haus. Nicht in diesem. Gefängnis, wo bist du? Ich finde das schon. Ich werde dich finden, egal wo du bist. Da ist der Schmied. Habt ihr schon gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf Königshain. Kaserne? In der Kaserne? Kann das sein? Immer. Ich werde es finden, egal ob ich jedes Haus durchsuchen muss. Ah, da. Hab's gefunden. Gut. Da muss ich ja nicht mal weitersuchen, denn ich hab's ja. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Bist du das? Ihr braucht... Seid ihr zum Monster angaffen hier? Weshalb hat man euch eingesperrt? Ein kleines Mädchen ist meinetwegen tot. Glaubt mir, ich wollte das niemals tun. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen, aber... Niemand glaubt mir. Daran ist allein dieser verdammte Ring schuld. Welcher Ring? Das ist der Ring von Hircine. Man sagte mir, ich könnte mit ihm meine Verwandlungen kontrollieren. Vielleicht hat es einmal funktioniert, aber ich werde es nie erfahren. Hircine ließ es zu, dass ich ihn nahm und belegte ihn mit einem Fluch. Ich steckte ihn an und die Verwandlungen kamen einfach. Ich wusste nie wann.
Es passierte zu den unmöglichsten Zeiten. Auch bei dem kleinen Mädchen. Was für Verwandlung. Es bringt wohl nichts, das Geheimnis zu hüten, wenn ich hier sowieso sterben werde. Ihr habt bestimmt schon mal von Menschen gehört, die sich unter dem Einfluss des Mondes in Bestien verwandeln. Mhm. Ich bin einer von ihnen. Ein Werwolf. Das ist mein Geheimnis. Und meine Schande. Deshalb wollte ich den Ring. Er sollte Menschen wie mir die Kontrolle über meine Verwandlungen geben. Nun sehe ich vielleicht aus wie ein Mann. Aber ich spüre das Tier in mir immer noch. So stark wie zuvor. Und was werdet ihr jetzt machen? Ich suche nach einer Möglichkeit, Hyrcine zu besänftigen. Es gibt eine Bestie in diesem Landstrich. Aha. Groß, majestätisch. Man sagt, dass Hyrcine mit dem redet, der ihn tötet. Ich habe ihn bis in diesen Wald verfolgt, aber dann kam mein Unfall mit dem Kind dazwischen. Ich will um seine Vergebung bitten, ihm den Ring zurückgeben. Doch während ich hier festsitze, zieht die Bestie frei umher. Also, das bringe ich. Oh, ihr würdet das für mich tun? Oh ja. Hier, nehmt ihn. Ich will mit diesem verfluchten Ding nichts mehr zu tun haben. Sucht die Bestie. Sie streift durch die Wälder. Tötet sie und der Fürst der Jagd wird sich gnädig zeigen. Oh ja. Ich wünsche euch viel Glück. Aber ich sollte verschwinden, solange ich noch meine Haut habe. Sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich mich an eure Güte erinnern. Lebt wohl. Jo. Wieso ist er jetzt ausgerüstet? Ich wollte ihn nicht unbedingt ausrüsten. Toll. Jetzt habe ich den ausgerüstet, ohne dass ich es will. Toll. Zeitspiel. Denn ich bin ja auch ein Werwolf. Das wird lustig. Wehe in der Stadt, wehe in der Stadt. So, ladet bei Zeit. Sei mal zu Ende. Warum musst du das immer so lange brauchen? Also, wo ist das jetzt? Mhm. Das werde ich jetzt noch nicht machen. Na. Na, wo bist du denn? Hä? Hab ich nicht gerade was begonnen? Ja, jetzt!
Jetzt kommst du an und machst es. Natürlich. Wo ist es? Was? Da hinten? Hallo. Bestie, ich komme. Dum di dum dum dum. Ich würde jetzt ungern mich vor diesen drei da verwandeln. Was war das denn? What? Irgendwo da hinten. Na? Seid gegrüßt. Oh, hallo. Seid ihr hier, Sine? Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Aha. Ich kann es in Erwägung ziehen. Doch zuerst müsst ihr mir einen Dienst zu meinem Ruhm erweisen. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie ihr glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. So wie ein Bär auf einen Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Sucht den abtrünnigen schlauen Fuchs. Reißt ihm die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. Beeilt euch, mein Jäger. Es wetteifern auch noch andere um meine Gunst. Etwas Konkurrenz für euch. Zögert nicht, während die Beute flieht. Karte aktualisiert und da hinten ist es. Die Dickbauchgrotte. Dazu musste ich einfach nur zu dieser Tiefe da. Lesen konnte ich es jetzt nicht. Im Hört ist Tiefe quasi. Was ist ein komisches, das ist ein blödes Wort. Irgendwas mit Ilu. Nahtes Tiefe. Da werde ich jetzt auch mal hingehen. Das werde ich tun. So. Ladezeit, Ladezeit. Hallo Pferd. Na, jetzt erstmal hier weg. Hallo Fuchs.
Karte, wo bin ich? Und wo ist der Eingang? Auf der Nordseite oder auf der Südseite? Anscheinend auf der Nordseite. Anscheinend. Dup, 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 dup. Mann, ist das eine Aussicht. Ich hoffe, ich liege richtig, dass es auf dieser Seite ist. Eine ganz gute Aussicht. Wo ist denn dann der Eingang? Ach, hier unten. Warum? Habe ich ein Gefühl, dass hier ein Drache rumfliegt. Obwohl keiner... kein Drache hier rumfliegt. Bevor ich reingehe, mache ich aber einen Cut und bis zum nächsten Part.